Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bioshock Infinite Clash in the Cloud DLC mit mir, dem D. Halt mal die Luft an. Ich habe letztes Mal hier OPS-Ziel gespielt, also nicht beendet, aber immerhin ziemlich weit bis fast zur letzten Welle gespielt und dann habe ich aber auch keinen Bock mehr und jetzt spielen wir Duke and Stimwitz hier da. Schaukopf und Schwachkopftheater. Aber, bevor wir das tun, sagt Elizabeth erstmal, oh. Hier, war das hier schon? Hier war ein Tor vorne. Ich war letztes Mal. Tickets. Ach, wollt ihr mich verarschen? Fortschritt speichern. Natürlich schön, dass man das jetzt erfährt. Aber wieso ist das hier? Ah ja, und hier ist das, wo man immer landet, wenn man eine Welle abgeschlossen hat. Und hier sind noch zwei Verkaufsautomaten. Oh, und hier geht's sogar raus. Cool. Schalte mit deinem Geld Objekte in der Archäologischen Gesellschaft Kolumbias frei. Okay. Musikalische Melodien, Kinetoskop. Hey, schiebst du mich mal? Freischalten. Warum sollte ich das freischalten? Das Motion Capture. Sind das irgendwie so, Artworks und so? Von dem Spiel, was da vorne auch stand. Motion Capture und so, wenn ich. Halt da meine Hand. Wenn ich das so sehe. Your very own songbird, let him watch over you. Songbird-Modell freischalten. Das ist ja cool. Dass es hier noch so Gimmicks gibt. Alter, was kann man hier alles bitte. Ältere Elizabeth-Modell. Originales Elizabeth-Modell. Das kostet ja sau viel. Konzeptart. Ah ja. Coole Sache. Wie viel kostet es? 1500. Das kostet 2000. Wollt ihr mich verarschen? Das kostet. Komm, ich kaufe mal das hier für $100. Das Wort des Propheten präsentiert. Magische Melodien rauscht durch Columbia. Eine Produktion der irgendwas. Jim Riverfinks Bruder Albert ist Columbias beliebtester Komponist. Albert. Seine zahlreichen Lieder erobern die Charts. Kann all diese erstaunliche Musik nur von nur einem Mann kommen? Ende. Boah, leck mich am Arsch, das war ja echt spannend. Oh, die sind noch Lieder. Wahrscheinlich sind hier noch Lieder, die man noch gar nicht gehört hat im Spiel. Cool. Hier ist ein Riss oder so, ne? Ich hatte doch vorne was gesehen für $250. Das kann man sich doch auch nochmal leisten. Die Konzeptsart, ne? Und die kosten 300. Skyline Station. Hier sind laufenweise Elizabeths Modelle. 300. Alternatives. Originales. Ältere. Das Ältere kennen wir ja schon, aber ich wollte mal das Alternative sehen. Aha. Guck mal, Schätzchen, da bist du. Naja, wollen wir jetzt nicht zu viel Geld ausgeben hier, sondern sollen wir mal loslegen. Mit dem Theater. So, das kostet jetzt 250. Gründer von Columbia, sagen manche, zog die Stadt in den Himmel. Allein durch die Kraft unbeugsamen Willens und unerschütterlichen Glaubens.
Ja, ja. So, das ist freigeschaltet. Komm, schalten wir das einmal alles frei hier. 1000. Ja, komm. So, haben wir nur alles freigeschaltet. Und wir gehen jetzt nach der Reihenfolge einfach. Begib dich zum Schlaukopf- und Schwachkopftheater. Bin ich mal gespannt, ob ich es dieses Mal schaffen werde. Das ist ja idiotisch, dass der da nicht speichert auch mal. Zwischen den Wellen, dass man da weitermachen könnte. Also, ich meine halt nur, dass man mal die Aufnahme unterbrechen kann, falls man keine Zeit mehr hat. Kennen wir das nicht sogar, die Map? Also, ein bisschen Ähnlichkeit hat es mit dieser einen Stadt da. Da können wir uns mal selbst sehen. So. Oh. Für Kampf vorbereiten. Mach dich bereit für den Kampf gegen Soldaten, Panzerfaustsoldaten. Besiege sämtliche Gegner mit der Schrotflinte. Habe ich eine Schrotflinte? Natürlich nicht. Da. Schon dabei. So. Jetzt haben wir aber eine. Und. Präzisionsgewehr. Wo sind die Gegner? Köder. Medizinkits liegen da, das ist auch ganz. Raketenautomat. Lass mal die Steuerung wieder reinkommen. Ich warte hier unten. Macht jetzt Schätzelein, da sind Gegners. Na dann. Hier. Hol das mal aus. Alter, viele sind denn hier? Das sind viel zu viele, die da sind. Freundeskill. Okay, cool. Alter, sind da viele. Nein. Hab ich die jetzt? Runter. Weg hier, weg hier, weg hier, weg. Ich bin tot. Alter Vater, Junge. Im Treuefest zu Columbia ließ er sich nicht träumen, die Chance auf Wiedergutmachung zu versäumen. Um einstige Missetat zu sühnen, wird so. Halt den Mund. Starten wir es nochmal. Halleluja, ey. Halleluja. Alter, sind das viele Gegner da hinten. Zieht euch das mal rein. Jetzt! Okay! So, ich glaube, ich hole jetzt noch eine Schrotflinte. Nicht. Wollen die, dass die alle da oben stehen müssen? Können die nicht mehr runterkommen? Aber ich glaube, der Raketenautomat hat vorhin auch Kills gemacht, ne? Öffnen! Aber klar! Keine Bewegung! Oh, wie er schön Kills macht. Also ich glaube, wenn ich einen Skyline-Angriff mache, dann wird die Herausforderung nicht abgebrochen. Zumindest war es vorne so nicht. Also. Scheiß drauf. Drehen wir jetzt ein paar Runden einfach und schnappen uns pro Runde immer ein. Oder. No. Lol. What? Na ja, dann. Achso, bist du? Wow, wow, wow. Ganz ruhig. Alter, ja, ja, ja. Gewehr, 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 Gewehr. Alter Vater, Junge. Du stirb doch. Jesus Christ. Kommen wir nicht durch? Auf ihn! Die sind oben. Komm schon, komm schon! Oh, hier gibt's Eis. Ich will ein Eis. Wo ist denn der Typ jetzt hier? Den da! Los! Bitte sehr! Oh Junge, das habe ich gebraucht. Gib auf!
Nee, irgendwie nicht. So, wunderbar. Das war jetzt mal die scheiß Hausführung. Verkackt, nur weil ich irgendwas gemacht habe, was von dem ich nicht weiß, was ich gemacht habe. Lass mal schnell nachladen. Ach, das ist auch ein Gegner, wa? So. Ach nee, fuck. Ich hab Munition! Hier, danke. Schön Headglitchen hier. So, ich glaube, dann holen wir uns nochmal hier. Lolle ist noch nicht mal tot. Hm, ich überlebe einen Scullion-Angriff. Oh, komm hier schnell noch. Wunderbar. Ach, jetzt bin ich verkackte Herausforderung. Verkackt, ey. Soldaten, Patriots, Fireman und Zeloten. Wunderbar. Besiege zwei Gegner mit einem beherrschten Patriot. Okay. Ja. Was haben wir denn da? Da fangen wir ja mit Gesundheit an. Das ist sowieso das Wichtigste irgendwie hier. Ich fühle mich schon besser. Danke. Ah ja, zurück zur Gesellschaft. Demnach ist also egal, welche Waffen wir nehmen. Und demnach würde ich auch sagen, dass wir die Schrotflinte behalten, aber dafür... Präzisionsgewehr? Der Map ist eigentlich ganz hilfreich, oder? So, zu Anfang ein paar wegmoschen können. Wäre ja ganz cool, so was. Hä, lol. Jetzt bin ich in der Mitte gespawnt, willst du mich verarschen? Öffnen. Schon dabei. Dann kann ich nochmal gucken, sollen da hier noch normale Soldaten stehen? Ich weiß nicht, was ein. Ist das ein Patriotenhang, ne? Noch ein wenig. Schmoren der Hölle! Ich handle! Ich hab Leiche gefunden! Danke. Ist das jetzt meiner? Möchte nur. Mehr habe ich nicht. Grüße aus der Hölle! Oh. Double Kill. Ein Opfer für unsere Sünden. Wow. Junge. Warte mal. Okay, ich bin tot. Wiedersehen. Sei kein Inbegriff des Scheiterns, nicht unbedingt machen. Sondern eine Verkörperung des Abfalls. Wieso ist sie jetzt gescheitert? Alter, wollt ihr mich verarschen? Okay, das mit der Sniper war doch nicht so eine gute Idee. Ja, dann stirb doch für mich. Alter. Ich brauche Gesundheit, Elizabeth. Sind die keine Skylines? Und nochmal. So behindert, dass wir keine Skylines sind. Ich versuch's. What the f... Bin ich denn jetzt hingejumpt? Alter, ich bin so schlecht. Noch kannst du einstiges Missgeschick und Versagen wieder gut machen. Scheiß auf den Rang.
Sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten. Ich verfehle nie mein Schicksal, denn ich stehe in die Augen. So, Freundchen. Du fliegst jetzt mal. Oh, das ist ja auch wieder volles Life haben hier alle. Ey. Ohne Spaß. Also dieses Theater hier hat schon... Hallo? Nein, nicht runterfallen! Lol. So, okay. Ich möchte jetzt gerne Beherrschung und ich möchte den scheiß Petbeard. Nicht dich! Alter. Ich suche noch. So, komm. Töte jetzt. So, der ist auch tot. Nein! Jetzt stirb doch! Verdammt nochmal! Okay, einer lebt noch. Oh, lauf doch! So. Kiss mein Arsch, Junge. Hier den uns zu suchen. Ich bin hier unten. Das war eine Dreckswelle, ey. Mach dich bereit für den Kampf gegen Fireman. Bringe Fireman zur Selbstzerstörung, wenn sie durch Bockener Bonk oder so in der Luft. Okay. Hemd Abdeckplane beim Landen von einer Skyline wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Sekunden lang 50% schneller. Brauchen wir das? Ich hätte vielleicht einen Vergleich anzeigen können, aber. Zeig mal, was haben wir jetzt? Munitionskapazität. Nein. Skyline-Genauigkeit. Alter. Morgen ist Piers. Gesundheit für Salze. Nein, ich will nicht Gesundheit für Salze haben. Oh Gott. Darum habe ich immer so, warum sterbe ich auch immer so schnell, weil hier der. Oh Gott. Ja, okay. Das ist keine Genauigkeit. Von einer Skala mit die. Ja, okay. Ich glaube, das ist schon ganz gut hier. Und hier haben wir nur noch brennende Heiligenschein. Und Nahkampfkämpfe setze ich ja gerade irgendwie eh nicht ein. So, das mit Selbstzerstörung war das, ne? Und das Präzisionsgewehr lege ich jetzt mal weg. Das war doch nicht so eine gute Idee. Panzerfaust. Ich glaube, ich nehme mal das Salvengeschütz. Oder doch lieber den. Mit den Dingern treffe ich eh nie was. Irgendwie ich nehme doch mal die Panzerfaust. So, können wir jetzt hier noch irgendwas Nützliches kaufen. Pistole, 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 Pistole. Schrotflintenschaden kaufen. Streuungsboost kaufen. So. Kaufen. Alles für die Schrotflinte. Schrotflinte, Upgrades sind immer gut. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? 3000? Ja, easy. Haben wir schon gekauft, die Sachen dort. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Karabiner, Repetier. Burstgun, Burstgun, Burstgun. Schießeisen, Schießeisen. Salvengeschütz. Feuerhagel. Ist hier noch was für den Panzerfaust? Genau, das brauche ich nämlich. Panzerboost oder Geschw-
Geschwindigkeit. Ich glaube, Geschwindigkeit nehmen wir mal. Schadensboost wäre ja noch nicht schlecht, aber ich glaube, ich lasse es lieber, weil ich habe es ja noch $250 und ich habe es mir wieder ein bisschen übertrieben. Wiederbelebung haben wir gar nicht mehr irgendwie. Wahrscheinlich, weil wir damals bei dem ersten Dings quasi zurückgegangen sind. Es gibt keine Vergebung ohne Opfer. So, ich brauche ja hier irgendwas mit Zug und so, ne? Dass die sich selbst zerstören. Alter, was liegen da für Minen, bitte? Das zerstört dich selber. Alter. Jawolla. Gib mir doch noch mehr, ihr blöden Idioten. Alter. 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 Ja, wunderbar. Ey, das ist so behindert. Im Treuefest zu Columbia ließ er sich nicht träumen. Die Chance auf Wiedergutmachung. Alter, ich krieg's sofort wieder. Komm hier auch gar nicht runter. Achthaken. Na dann. Schon dabei. Oh. Ist weg hier. Ja, mach ich. Grüße zurück. Ey, das gibt's echt nicht. Das ist so unfair. Lass deinen Propheten nicht noch einmal im Stich. Ja, ja. Enttäusche ihn nicht wieder. Kann ich vielleicht, wenn ich... Moon. Flieg. So, tschüss. Problem ist, die kommen gleich hier nach oben, ne? Danke. Aber. Da ist er. So, komm. Flieg, fly away. Aua, jetzt ist da noch einer. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Das kriegen wir jetzt hin, Leute. Nee, tu ich nicht. Ich bin total. Elizabeth! Aua! What the fuck? Ich bin noch gestorben zum Ende. Hä? Wollte ich mich verarschen?